Was hier bei uns am Institut einzigartig ist, ist die Verbindung von Grundlagenforschung und klinischer Behandlung. Dass wir wirklich Grundlagenforscher haben, die an Tiermodellen arbeiten, die an Zellmodellen arbeiten, an pluripotenten Stammzellen, die sich mit Genetik und Genomik auskennen und dann sich austauschen mit den Ärzten und den Psychologen, um herauszufinden, wie können wir zusammen diese Untersuchungen optimieren, um dann wirklich die Diagnosen für die Patienten zu verbessern. Und ich glaube schon, dass da das Max-Planck-Institut einzigartig ist in dieser Verbindung von Grundlagenforschung und Klinik und eben auch dem Interesse der Grundlagenforschung, sich in die Klinik einzubringen.